So, dann wollen wir mal. Ja, das soll jetzt unser erstes Unboxing-Video werden. Wir haben hier den Lidl, jetzt kommt der Name, ESA 5000 EKV Doc Green. Um den haben sich am Donnerstag einige Lidl-Filialen geprügelt. Verpackung unspektakulär, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genauso grau, schlicht wie der Roller selbst. Bei den technischen Daten, das fand ich ganz interessant, das hat man sonst nämlich noch nicht erfahren. In dem Roller sind Lithium-Ionen-Zellen der Firma Sanyo verbaut. Das ist für mich jetzt neu, der Rest ist eigentlich soweit bekannt, kann man auch in unserem verlinkten Test zum Lidl-Scooter nachlesen. Und nochmal der Hinweis, bitte lesen Sie vor der ersten Fahrt die Bedienungsanleitung. Ja, Christian, wollen wir reingucken? Okay, jetzt nehmen wir mal die erste Lasche. Die ersten zwei Laschen. Aha, dann kommen Sie mal her. Ist eine tote Maus drin? Ich glaube nicht. Pappe und Styropor bzw. Schaumstoff. Aber übersichtlich. Aber übersichtlich, das stimmt. Ich hätte nicht gedacht. Ich nehme jetzt nochmal das hier ab, mal gucken. Ah ja, guck mal. Da kommt schon ein bisschen was zum Vorschein. Die Lampe sitzt schief. Die Lampe sitzt schon mal direkt beim Auspacken schief, aber kann man jetzt auch nicht so verschieben. Das geht nicht. Was macht man jetzt auspacken? Rausnehmen wir das, würde ich sagen. Hier nehmen wir mal raus, wo es denn geht. Ich weiß es nicht. Fass mal den Lenker. Ja, mach ich. Ja. Okay. Da kommt der Lenker zum Vorschein aus zwei Teilen. Ja, wir heben den jetzt erstmal raus. Genau, dass wir es einfach in einem Stück haben und es nicht über dem Rausheben auseinanderfällt. Willst du es alleine versuchen? Ach, hier, das Vorteil halt noch hängt. Ja, hier hängt es noch drin. Hier hinten hängt das Lampe fest. So, ich habe gedacht, das kann man jetzt so rausziehen. Vorne runter? Ja, kann man. Warte. Ach, so. Ja, das ohne Gewicht. Okay, da haben wir ihn auch schon. Das war ja relativ einfach. Kommt ja aus China. Das, ist ja das kommt alles aus China, davon kannst du ausgehen. Muss gepolstert sein. Lange Reise im Container hinter sich. Tja, okay. Was fällt auf? Ja, hier ist schon so ein bisschen abgeschmackt. Ab Werk schon so ein bisschen. Leichte Gebrauchsspuren ab Werk werden mitgeliefert. Hier geht das oh, ab. Und hier das. Ja, die Deko geht ab. Die Deko. Skandal! Die Deko ist hier schrabbelig. Ah. Du sollen ja eigentlich im Dunkeln leuchten. Die weiß. Weiß ich nicht. Nee, ne? Hier hinten das Kennzeichen. Der Kennzeichenhalter, der ist so ein bisschen dreckig. Schief, wenn man von hinten guckt. Das sitzt. Ah ja, man kann das so ein bisschen verdrehen. So sieht es eigentlich besser aus. Aber auch nicht so hundertprozentig gerade. Okay. Was haben wir noch in der Verpackung? Gucken wir mal nach. Du brauchst doch noch. Schauen wir mal rein zusammen. Okay. Ladegerät mit so dem klassischen Stecker, wie hier üblich. Kannst du hier 42 Volt, 1,5 Ampere maximal. Ja, hat dann wahrscheinlich eine relativ hohe Ladezeit. Schrauben und die weltberühmten IKEA Schraubschlüssel. Ja, diese Imbusschlüssel. Genau. Damit wird hier, nehme ich an, wie viele Schrauben sind drin, wird wahrscheinlich hier der Lenker fixiert werden. Der hat nämlich hier zwei Öffnungen und auch auf der anderen Seite zwei. Vier Öffnungen, ja, vier Schrauben, genau. Das ist dann für den Lenker. Was haben wir noch? Datenbestätigung. Das ist ja für einige immer interessant. Muss das mal zuhalten, müssen wir vielleicht nochmal schneiden. Die Firma KSR Group ist mir schon bekannt aufgrund verschiedener Ninebot-Modelle und von Xiaomi. Die importieren die nämlich und rüsten die für den Verkauf in Deutschland entsprechend der STVO um. Und anscheinend sind sie auch hier für diesen Scooter tätig geworden. Spricht nochmal so ein bisschen dafür, dass der Roller tatsächlich aus dem Hause Xiaomi Ninebot sein könnte. Aber das muss er auch nicht, das ist... Und das ist tatsächlich die allgemeine Betriebserlaubnis. Ach. Viele wundern sich,
Was ist das für ein einfacher Zettel, der so drin liegt? Das ist das Dokument, was ich brauche, um bei der Versicherung mir das Kennzeichen zu holen. Ich gedacht, das wäre jetzt ein Stempel. Das ist eine Kopie, ne? Ist ein Stempel, aber ich denke, das ist einfach kopiert. Da steht eben die Fahrzeugidentifizierungsnummer drauf, die Nummer der AWE. Das wird dann quasi zentral hinterlegt vom Kraftfahrzeugbundesamt und die Versicherungen können darauf zugreifen, um eben zu prüfen, ob dieser Roller die Voraussetzungen letztendlich erfüllt. So, wollen wir den jetzt mal... Ja, also, das ist ein wichtiges Dokument, was aber ziemlich... kann man sich auf dem Pott mal durchlesen. Einfach daherkommt. Das ist bei anderen Rollern teilweise auch aus dickerer Pappe hergestellt. Was haben wir sonst noch in der Packung? Aha, top versichert. Das scheint eine Werbung zu sein für die Hokoburg, richtig. Echt jetzt? Ja, das ist hier quasi die Empfehlung. Fahrer über 23, 9,50 Euro. Gilt dann aber nur noch bis zum 29.02.2020. Ach, also Jahr 17 Euro. Im Jahr 17. Und für ein ganzes Jahr, nein. Für ein ganzes Jahr ist es teurer. Der Preis steht hier aber nicht drauf. Der Preis, der hier angegeben ist, ist wirklich nur bis zum 29.02.20. Dann müsste man eine neue Versicherung abschließen. Und das gibt einmal eine Vollkasko mit Selbstbeteiligung von 150 Euro. Die liegt bei 17,50 Euro. Und ohne Kasko, nur Haftpflicht, wäre es dann bei 9,50 Euro. Ja, ich würde, muss mal gucken, bei so einem günstigen Roller lohnt es sich fast einfach das Billigste, denke ich, abzuschließen. Hätte man jetzt ein teures Gerät, kann man auch durchaus mehr ausgeben. Und ganz wichtig, wenn Kinder unter 23 fahren wollen, wird es natürlich auch wieder teurer. Dann ist man schon wieder hier bei 14,50 Euro. Sollte man auch bedenken. Ja, was ist noch? Kannst du hier mal gucken, was du hier noch hast? Ah, ich will zusammenbauen. Ja, dann guck doch mal, was du da hast. Also ich habe eine Anleitung gefunden. Ich habe eine Warnung gefunden. Oh, lies mal vor. Nicht rauchen während der Fahrt. Für Kinder ab 14 Jahren überschreiten Sie das maximale Benutzergewicht von 100 Kilo. Nicht? Der ESA 5000 EKFV darf nur von einer Person gefahren werden. Oh, das ist ja aber auch, das muss ich wirklich mal sagen, da regen sich ja viele Leute auf, dass sich viele auch nicht an diese Regeln... Und die eine Person darf auch nicht mehr als 100 Kilo wiegen. Ne? Das ist ja auch nochmal ganz eindeutig. Nicht für Stunts geeignet. Versuchen Sie nicht zu springen. Hast du da auch und gefährlicher. Ich habe auch so nochmal. Hier ist auch nochmal Warnung. Doppelt gewarnt hält besser. Wichtig, laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt vollständig auf. Akku nach jeder Fahrt aufladen. Wenn der E-Scooter nicht in Verwendung ist, laden Sie den Akku alle 2 Monate mindestens 1 Stunde. Ja, und das ist tatsächlich auch ganz wichtig, weil wenn so ein Akku einmal komplett leer ist, also wirklich leer, dann kann der tatsächlich kaputt gehen und man kann ihn dann gar nicht mehr laden, wenn er tiefenentladen wurde. Also da tatsächlich drauf achten, das sollte man beherzigen, diesen Tipp. Fahren Sie nicht durch Kies, Schlamm, Wasser, Sand, Offroad, im Regen oder bei schlechten Wetterbedingungen. Bei Missachtung der Anweisung kann keine Garantie geltend gemacht werden. Das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dieser Roller ist nicht wasserdicht. Bei Regen im Grunde... Ja, muss er in der Garage bleiben. Und für alle, die uns jetzt gerade ohne Ton zuschauen, haben wir hier auch nochmal eine Bilderklärung. Also, nicht freihändig fahren, nicht zusammen schmusen auf dem Roller. Oh. Und was macht denn der Letzte da? Da muss ich nochmal spielunken. Was macht denn der? Im Regen fahren vielleicht? Ist da Wasser oder so? Nee. Was macht denn der da? Eine Hand nur. Und auch nicht das machen, was man da sieht. Was vielleicht auch noch interessant ist zum Thema Wartung, Reinigung, Pflege, sind hier noch Tipps, dass man also regelmäßig die Bremse justieren soll. Da kann man die sicherlich auch einstellen, dass die etwas softer ist oder stärker greift. Dazu soll man den beiliegenden Inbusschlüssel verwenden. Also auch nochmal ein guter Tipp, falls man da unzufrieden ist mit der Bremse. Ja, ansonsten kann man hier die Lenkerstange justieren. Das ist wahrscheinlich, damit ist wahrscheinlich gemeint, wie fest hier letztlich diese Arretierung ist. Ob man die leichter eher bewegen kann oder ob die sehr stark zieht. Hier nochmal diese Plastiksicherung, die haben wir auch beim Ninebot gesehen. Ist möglicherweise auch hier wieder so eine mögliche Sollbruchstelle oder Problemstelle. Müssen wir mal beobachten. Aber wo du das gerade sagst, mit dieser Sollbruchstelle, ja. Das wäre ja unter Umständen ein Garantiefall. Richtig. Finde ich ganz interessant. Hier gibt es die Garantiekarte und diesen Kundendienst, an den man sich wenden kann. Hier steht wichtig, für die Garantieeinsendung muss, und muss ist groß, in Großbuchstaben geschrieben worden, die Originalverpackung verwendet werden. Oh, das heißt nicht wegwerfen. Also ja. Wer hier diesen riesigen Karton dann nicht mehr haben will, sollte ihn irgendwo sicher im Keller verwahren. Fett schwarz angedruckt.
Obwohl das, glaube ich, juristisch eigentlich nicht haltbar ist. Ich glaube, die dürften einem Ich würde es sowieso nicht machen, weil du musst dann auch erstmal einen Karton finden, wo du das Ding dann wieder rein. Das stimmt. Und was auch noch wichtig ist, da steht hier, dass der Akku tatsächlich nur 6 Monate Garantie hat, weil er ein Verschleißteil ist. Der restliche Scooter 24 Monate. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ich möchte jetzt die Schrauben da reindrehen. Ja, das können wir dann gleich gerne machen, aber ich würde sagen dazu, das müssen wir euch nicht zeigen, wie man eine Schraube reindreht, das wisst ihr. Wir wollen ja den Test machen. Richtig, wir fangen an zu schrauben und ihr könnt gerne euch unseren Praxistest ansehen. Wir haben den wieder irgendwo oben verlinkt. Mhm. Viel Spaß.